Die Menschen heutzutage, die sind alle so nervös. Über jede kleine Kleinigkeit, da werden sie giftig bös. Schimpft einer auf den anderen, dann singe ich voll Humor. Damit er nicht mehr schimpfen soll, mein kleines Liedchen vor. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet Lehm. Eine junge Frau, die stößt sich an einen spitzen Stein. Der Bräutigam sagt liebevoll, mein armes Engelein. Sind die 10 Jahre verheiratet, dann sagt er prompt zu ihr, na heb doch deine Beine auf, du alles Trampeltier. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet Lehm. Bei unserem Nachbar Meier ist immer etwas los. Die sind sehr sportbegeistert, auch die Frau boxt tadellos. Kriegt sie ihn mal beim Wickel, dann zählt sie ihn aus komplett. Dann setzt sie ihn aufs Tippchen drauf und schiebt ihn unters Bett. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet Lehm. Jüngst traf ich auf der Straße den alten Maler Kraus. Dem guckte aus dem Hosenbein der Sockenhalter raus. Da schreit so ein kleiner Bengel zu dem alten Herrn sehr klug. Sieh, passen Sie auf Ihren Bandwurm auf, der macht einen Fluchtversuch. Wer schmeißt da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet Lehm. Die Berliner sind sehr höflich. Ein Herr trat neulich mal einer Dame auf die Schleppe. Im Foyer war ein Mordskandal. Können Sie nicht sehen, Sie Ochse? Ja, sagt der Herr, ich kann's. Aber warum haben Sie, olle Kuh, so einen langen Schwanz? Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet Lehm.